Lauf, 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 lauf. Heilen. Boah, bist du flott. Und brauchst 3 Schläge im zweihändigen Modus. Das ist übel. So, der andere kommt langsam hinterher. Das ist schon besser. So, Zweihandmodus. Hau daneben. Das ist nicht daneben. Trink. Okay. Damn. Was für eine Reichweite hast du überhaupt mit deinem doofen Ding da? Ah, Schreiattacke. Kaputt. Ah, Schild hoch. Okay. Irgendwie kommen die Bosse mir einfacher vor als die Mobs zwischen den Bossen. Das ist sehr komisch. Sehr, sehr komisch. So, hier kommt gleich der Giftspucker. Weg. 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 Giftspucker? Ach, da hinten war um die Ecke, glaube ich. Hier. Oh. Ach, das sind solche Mobs, die nur einmal... Oh, und hier wurden wir einmal überrannt, das weiß ich noch. Oh, Backstep. Na, okay, nicht. Also diese Giftspucker scheinen Mobs zu sein, die nur einmal da sind. Und wenn man sie dann umgebracht hat, dann respawnen sie nicht. Entweder das oder ich hab mich vertan, wo der eigentlich stand. So, da sind Viecher. Erstmal heile ich mich einmal. Dann pulle ich den da vor uns. Ting. Wechseln. Wechseln. Töten. 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 Komm. Töten. Gut. Das sind schon mal 2 weniger, die uns in den Rücken hätten fallen können. Ich arbeite mich langsam weiter vor zu der Stelle, wo ich weiß, dass Leuchtfeuer sein müsste. Da. Gezinken. Mal verwechseln. Warten. Du musst jetzt irgendwo hochgekrochen kommen, da hinten. Ein Pfeil im Rücken. Jo, komm her. Idealerweise fällt es jetzt noch irgendwo runter. Oder auch nicht. Na gut, dann kaputt, 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 kaputt. Das Loot. Ah, hier gab es irgendwo so eine Wackelbrücke, ne? Also da auf dieser heilen Brücke ist das Leuchtfeuer. Man sieht es von hier aus nicht, aber man sieht den Lichtschein, den es machen würde. Nur eine Seele. Okay. Musste ich hier jetzt runterspringen? Ah, hier ist Leiter. So. Runter. Nicht draufklettern. Darum, darum, darum. Noch eine Seele. Es sind irgendwie zu wenig Gegner. Ich habe das Gefühl, ich werde jeden Moment über... Ah, da ist einer. Überrannt. Also einmal steckt da einer im Fass. Ich hätte gerne aber dich zuerst. Und weg vom Abgrund. Kick. Das war kein Kick. Kick. Ja. Vorsichtig. Oh, das überlebt. Das ist jetzt nicht gut, wenn er von ganz unten mit all seinen Freunden wiederkommt. Okay. Kommst du da rausgesprungen, oder? Bam, bam. Gott. Ich gehe immer weiter vom Leuchtfeuer weg, kann das sein? Sachen sterben, das ist gut. Habe ich irgendwo eine Leiter verpasst? Ich glaube, ich kann hier runter. Jo, da ist das Leuchtfeuer. Okay, kurz umgucken. Alles sicher? Alles sicher? Ja. Da kommt einer von euch. Du wirst mich jetzt nicht töten.
Ich werde dich backstabben. So. So. Ich glaube, es hat sich gerade noch ein Hund umgebracht. So, aktivieren. Zack. Sicher. Sehr gut. Aufsteigen kann ich nicht mit so wenig. Und in 10 Tränke. Ist jetzt nicht so die Welt, aber ich glaube, wir hatten unten noch ein Leuchtfeuer, der stärker war. So, wie ging das Ganze jetzt weiter? Hier waren die Hunde. Die konnten Feuer spucken. Genau, du. Habt ihr irgendwie größere Erinnerungen gehabt, Hund? Gebüsch. Gebüsch. So, warten. Und hier vorne kamen gleich wieder diese Toxinspucker. Okay. Ja, da waren die ersten Bolzen. Genau. Wir werden so nicht sofort toxifiziert, das ist sehr gut. Deckung, Deckung, Deckung. Oh, wo kommst du denn her? Was zur Hölle? Von wo spuckt der bitte? Dass er uns hier noch trifft. So, kaputt. Ah, das sind die, die jetzt alle respawned sind, weil ich das Leuchtfeuer benutzt habe. Okay. Weg. So. Ich hoffe, es ist einigermaßen sicher. Okay. Also wir kämpfen uns nochmal vor bis zu dem Spuckertypen da. Und wir könnten jetzt theoretisch den Bogen benutzen, aber ich denke, wir machen mit dem Bogen nicht genug Schaden, um dem irgendwie beizukommen. Und währenddessen hat er uns 10-mal toxifiziert, vergiftet und was er noch alles so schönes kann. Kaploing. Ja, Sprungangriff. So, Schild hoch. Wir werden von rechts angespuckt. Lauf, 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 lauf. Hier geht's nicht weiter. Aber hier geht's runter. Okay, schnell runter, bevor uns irgendjemand in den Nacken spuckt. Da kommt was. Genau du. Komm mal hierher. Ich bewege mich jetzt kein Stück. Ich will nicht noch irgendjemanden bullen. Oh, hey, hey. Was? Njam, 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 njam. Weg. Du warst aber nicht... Du lebst immer noch. Das ist der da von unten gewesen. Ah. Nom, 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 nom. So. Spam dich tot. Du musst dich unbedingt heilen. Heilung. Hüss. Aber ich scheine mich langsam ein wenig gefangen zu haben. Also es geht wieder mit dem Vorankommen. Man muss nur wirklich aufpassen. Genau, hau den Pfosten. Oh, dieser Fitzelreste, der immer übrig bleibt, der nervt ein bisschen. Ich freue mich schon drauf, wenn unsere Keule wirklich stärker wird. So, du, du. Ich will jetzt eigentlich nur runter zu dem anderen Leuchtfeuer. Crunch. Oh. Weg. Hui. Also ich will runter zu dem Leuchtfeuer, das relativ mittig war. In diesem einen Abwasserrohr. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und wo wir gerade... das kann ich nicht blocken. Wo wir gerade hier in der Ecke sind. Diesmal könnten wir doch dem Drachen folgen. Also wenn wir jetzt runter zu diesem Baum gehen, wo wir die... wo wir das Plankenschild finden, wo ich dann zuerst weggegangen bin und dann später wiedergekommen bin. Da war ja so ein extra Gebiet, so ein kleines. Wovon ich zuerst dachte, dass es Eddon war. Und da war der große Drache, dem ich nicht folgen wollte, weil ich den Brüsten folge. Also Gewinnwärm.
wollte eigentlich nicht mehr Brüste sagen. Ja, ja. Also Gwynevere haben wir gefolgt und dann wollten wir nicht dem Drachen folgen. Aber jetzt ist das ja nicht mehr ganz so relevant. Das heißt, wir könnten da mal gucken, was der Drache denn genau macht. So, wo geht's jetzt hier weiter? Ich würde ungern springen. Das sieht nicht so aus, als könnte ich da wirklich drauf springen. Das sieht aus, wenn ich drauf springe und dann wegrutsche und tot bin. Also ist hier eine Sackgasse? Ist das da eine Leiter? Nein. Ja, ist eine Sackgasse, okay. Also wieder hoch. Zack. Zack. Nochmal hoch. Also ich habe echt das Gefühl, dass wir zu weit weggehen. Zu einem geht es hier gar nicht weiter. Moment mal, wir sind jetzt zurück beim Leuchtfeuer. Okay, hier runter. Dann nicht weiter runter, sondern erstmal in eine andere Richtung gehen. Wir müssen aber an dem Ding da vorbei. Das hatten wir früher nicht gemacht. Oh, warte mal, hier taktisch runterspringen? Nein. Ich räume mal ein bisschen auf. Ah, da können wir raufspringen. Jo, sehr gut. Okay, hier ist aber das Vieh. Und ich weiß noch, dass das Vieh garstig war. Ah, hier ist die Verbindung. Oh. Ich erinnere mich, was da gleich hochkommt. Und ich höre diese kleinen Viecher, die mir gleich in den Rücken fallen werden irgendwo. Da ist die Verbindung zum Drachental. Au. Ich sollte mich eigentlich heilen. Heilen. Schneller heilen. Einmal hauen, Schild hoch. Stamina. Kajan. Kann ich dich weg? Ja, kann ich. Sehr gut. Weg, 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 weg. Hier unten war aber nicht direkt irgendwas, ne? Außer den Gegnern. Glaub nicht. Weg, weg. Weg, weg, weg. Oh, wart mal sicher, dass das Drachental war hier. Oder sind wir jetzt vielleicht doch schon weiter, als ich dachte? Gucken wir mal. Durch Nebel. Nee, wir sind richtig. Hier müsste gleich der erste Fahrstuhl sein. Also der, ne? Sehr gut. Okay, also merke, wenn wir weiterkommen wollen, gehen wir dahin, wo ich dachte, dass das Drachental wäre. Gut. Und dann müsste... Was ist hier? Hier ist eine komische Sackgasse. Und das hier ist übrigens das gewisse Loch. Also für diejenigen, die jetzt Dark Souls 2 und Dark Souls 1 New Game Plus parallel gucken. Das hier ist das Loch unter Majula. Na? Nur mal so. Da kommen wir her, da kommen wir dahin. Hier. Hässliche, feuerspuckende Dinger. Kusch, kusch, kusch. Und ich hoffe wirklich, dass ich das Leuchtfeuer unten aufgestuft habe. Und wir müssten eigentlich, worauf ich absolut keine Lust drauf habe, wir müssten eigentlich in das... Ah, wie hieß das? Katakomben der Riesen. Grabmal der Riesen. Ich glaube Grabmal der Riesen. Wir müssten eigentlich in das Grabmal der Riesen. Und dagegen das Feuerrad kämpfen. Aber es ist so dunkel. Giftig? Na, ah, Spucker irgendwo. Also ja, es ist tierisch dunkel. Und ich will nicht wissen, wie stark die Hunde und die Riesenskelette im New Game Plus sind.
Das ist bestimmt ziemlich garstig. Ja, spuck doch, ich bin schon giftig. So, was haben wir hier? Loot. Lauter Magierzeug. Oder Dexzeug. Auf jeden Fall nicht unser Zeug. Wow. Ah, 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 nein, 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 nein. Schild hoch. Heilung. Das tut nicht gut. Meine armen Nerven. Ich sah mich schon den ganzen Weg nochmal laufen müssen. So, haben wir noch irgendwelche Viecher hinter uns jetzt? Da ist noch was Zuckendes. Du bist ganz schön verbuggt. So, heilen. Nochmal heilen. Und benutzen. Okay. Okay. Lebst du noch? Oh. So, jetzt nicht mehr. Ich würde wirklich, wirklich gerne zu dem Leuchtfeuer. Das wäre hier lang. Oh. Schild hoch. Weg mit dir. Nicht jetzt irgendwo ein Wasserloch runterfallen, wo man sterben könnte. Weg. Weg. Alles gut. Ich höre schon wieder Mückenviecher. Du. Weg. Okay. Hier war giftiges Wasser. Das ist nicht so schlimm. Erstmal muss du weg. Oh. Komm raus da bitte. Dann halt nicht. Ach du Kacke. Also wenn das mal trifft, dann ist das übel. Ist bisher uns immer nur gegen Schild gekommen. Wow. Lästige Mückenzeugs.